Moment! Nein, 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 so war das nicht geplant, kleines Elfchen. Ich habe gesagt, du kommst jetzt mit, nicht um Kuchen zu snacken, sondern um mit mir das ganze Zeug abzubauen. Du hast das letzte Mal meine ganzen Erze kaputt gemacht, das musst du wieder gut machen. Jetzt komm schon, lass den Kuchen da stehen, jetzt wird geackert. Aber warte mal, ich brauche noch eine Spitzhacke für dich. Ich gebe dir nicht meine gute Spitzhacke, die ist viel zu toll. Schinken! Schinken, hast du vielleicht meine Spitzhacke irgendwo gesehen? Habe ich die Karotte da schon wieder kaputt gemacht? Nein, alles gut. Hier, guten Morgen erstmal, mein kleines Schweinchen. Erstmal wird gefrühstückt. Ladies and Gentlemen, erstmal Ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Prinzessin. Oh yeah! Ich brauche meine Spitzhacke, weil ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ah, ich habe sie bestimmt hier irgendwie. Ja, sag ich ja, okay. Wir haben diese Spitzhacke, die ist zwar schneller, aber damit kann man keine Diamanten abbauen. Oder ich gebe ihm einfach eine Eisenspitzhacke. Ich glaube, das ist einfacher. Affe! Affe, wo bist du hin? Wo ist denn der Affe schon wieder? Natürlich im Baum. Na, hast du ein paar Bananen gefunden oder was? Jetzt komm schon, hier ist die Spitze. Komm mal erstmal mit, ich zeig dir, wie das Ganze funktioniert, okay? Also, hier vorne habe ich eine Insel errichtet, ihr seht das. Und zwar, damit der Affe nicht runterfallen kann. Ich habe nämlich überall jetzt hier rum Erde gebaut, um diesen kleinen Block, der hier vorher war, damit der Affe sich nicht wehtun kann oder sowas, sondern quasi nur die Erze und so abbaut. Hier ist diese Spitzhacke, du nimmst diese Spitzhacke und dann baust du einfach, guck mal, hier unten geht's rein am besten, und dann baust du einfach hier so die Sachen ab. Hallo? Affe? Du musst mir schon zugucken, wenn ich was zeige. Guck mal, hier, mit der Spitzhacke einfach abbauen. So einfach geht das. Jetzt habe ich eine Kohle bekommen und einen Stein und jetzt baue ich Gold ab. Und jetzt zeige ich dir mal, wie das funktioniert. Du musst nämlich dann hier oben... Ja, bist du noch da? Okay, da ist er. Sehr gut. Ah, ich bin beinahe runtergefallen. Die Kohle in den Ofen machen und dann das Gold dazu. Dann wird es geschmolzen und du hast bares Gold. Wie cool ist das denn? Hier ist die Spitzhacke... Wieso kann ich sie nicht... Okay, ich gebe sie einfach so. Hier ist die Spitzhacke und jetzt zeig mal dein Bestes. Am besten du gehst... Ja, genau. Okay, okay, okay. Ich glaube... Oh nein. Jetzt fängt der Affe erstmal an, da unten Bananen zu essen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, Freunde. Ich hoffe mal, dass er das so irgendwie gebacken kriegt. Wie gesagt, wir haben hier die richtig nice Spitzhacke. Mit der können wir aber leider jetzt nichts machen, denn ich habe mir was anderes vorgenommen für den heutigen Tag. Und dementsprechend, wie findet ihr eigentlich die Insel? Sagt mal an, wie findet ihr die? Ich finde, die ist hübsch geworden, so grundsätzlich, oder? Was meint ihr? Ich habe da nämlich ein bisschen anderes Gras für genommen. Aus dem Schloss war das. Und ein paar Sachen, Blumen eingepflanzt und sowas. Auf jeden Fall... Junge, ein Gewitter schon wieder. Wo kommt denn das? Das ist der Vogel. Der beobachtet uns. Warte mal, was? Hey, jetzt warte doch! Das kann doch nicht wahr sein. Der Vogel fliegt uns jetzt hier einfach an der... Erinnert ihr euch an den Vogel von der letzten Folge? Um Gottes Willen, ich falle die gleich runter. Der ist hier irgendwo langgelaufen. Der spioniert uns einfach aus. Wie kommt das denn? Wo ist denn der hin? Seht ihr ihn? Da vorne fliegt er wieder. Warte mal, da müssen wir jetzt hinterher. Ich sehe ihn. Ah, okay, nicht runterfallen. Ich muss gerade auslaufen. Da vorne ist er auf der Insel. Was will der denn von uns? Wir waren hier schon. Erinnert ihr euch daran? Das ist die Insel von Rapunzel. Rapunzel war da ganz oben. Und da ist die Hexe auf dieser Insel da. Da will ich jetzt gar nicht hingehen. Aber ich würde halt schon gerne wissen, was der Vogel von uns will. Meint ihr, der ist hier irgendwo? Da ist die Pyramide. Vielleicht gucken wir da nochmal. Hier vorne in der Pyramide. Da haben wir doch Anna gefunden, oder? Stimmt, genau. Die Schwester von Elsa haben wir da gefunden. Die war nämlich hier in diesem kleinen Gefängnis da eingesperrt. Und irgendjemand hat sie da festgehalten. Ich glaube, ein Minotaurus oder sowas. Na gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen und dann nochmal schauen, ob wir irgendwo den Vogel entdecken können, ohne ins Feuer zu laufen. Vogel? Warte mal, was? Hä? Seit wann ist hier eine Brücke? Seit wann ist hier... Hä? Vor allem, ich komme da nicht mehr hoch. Doch, ich habe Blöcke dabei. Aber wo führt die hin? Freunde, ich kenne diese Brücke nicht. Ich habe diese Brücke noch nie gesehen. Vielleicht da hinten zu der Insel? Warte, nee, die kenne ich. Das ist die Insel von Rotkäppchen. Die haben wir da nämlich auch getroffen. Die ist hier hinten. Da haben wir sogar hin teleportiert, glaube ich, durch diesen Brunnen oder sowas. Aber wo führt diese Brücke hin? Och Gott. Es scheint, als würde es hier nach oben gehen. Auf einmal geht sie irgendwie hoch. Wo kommen wir denn hin? Ich bin schon Ewigkeit gelaufen. Warte mal, da ist was. Hier sind Bäume. Freunde, hier sind Bäume.
Was hat denn das jetzt zu bedeuten? Sind wir da? Hallo? Hier ist eine Insel. Hier hat eine Insel angefangen. Und guck mal, da vorne im Wald, da sind sogar so eine coolen Kiefernzapfen. Das ist ja richtig cool hier. Ich frag mich, hä, der Nebel lichtet sich langsam, oder? Ich habe das Gefühl, es ist ziemlich neblig, aber langsam geht dieser Nebel weg. Lass uns mal schauen. Oh, guck mal, da sind sogar Eulen. Ich mag Eulen. Ich finde Eulen cool. Was haltet ihr von Eulen? Hättet ihr auch gerne eine für zu Hause? Ich hätte so gerne eine wie in Harry Potter für meine Post. Die meine Post und die mir immer Amazon-Pakete bringt oder so. Oh, guck mal. Was ist was? Wie groß ist das denn bitte? Okay, wir scheinen langsam da zu sein. Da führt also der Weg hin. Der ist ja mal ultra geil. Das ist ja mal alles richtig cool. Mega, was ist das für ein Schloss? Junge, Junge, Junge. Hier würde ich gerne wohnen. Nicht in meinem Prinzessinnen-Schloss. Nein, ich will mein eigenes Schloss. Mit meinem eigenen Feuerwerk da oben. Das ist so cool. Oh mein Gott. Darf ich hier einziehen? Wollen wir mal nachfragen, ob ich hier einziehe? Andererseits habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass der Rabe hier irgendwas mit zu tun hat und dass er uns hier in eine Falle lockt. Ach, egal. Wir gehen trotzdem mal schauen, wer hier wohnt. Hallo, Easy Cheesy ist im Haus. Was geht ab? Guten Tag. Hallo, Uhr. Hallo, Buch. Guten Tag. Da steht eine Tür offen. Wollen wir wirklich... Ich weiß halt nicht, ob sich das lohnt, hier jetzt einfach so reinzuplatzen. Aber wir können ja mal gucken, ob hier... Draußen war auch keine Klingel, oder? Nein, keine Klingel. Da muss man wohl einfach reingehen. Okay, wir gehen mal schauen, ob hier jemand... Guck mal, da ist ein Stuhl. Vielleicht ist da... hallo? Da hustet irgendjemand. Guten Tag. Ich komme einfach mal zu Ihnen, ja? Hallo? Was? Psst, nicht so laut. Hä? Wo ist hier... Das kam von dieser Ecke. Hier war doch gerade... Wo? Bin ich jetzt irgendwie verrückt geworden? Ich habe doch gerade jemanden reden hören. Das kann... Okay. Das ist jetzt echt... Sorry? Wer sagt denn das? Hä? Wer redet hier? Freunde, das ist gruselig. Das ist irgendwie creepy. Und da oben ist so ein ganz komischer Kopf. Und ich würde gerne... Ha, lass mich mal durch hier. So. Okay. Das war ja jetzt schon mal ein bisschen gruselig, aber ist hier noch irgendwas Interessantes? Lass uns mal ein bisschen rumschauen. Ich würde mich gerne mal umschauen und fragen, ob hier irgendjemand wohnt. Ich habe noch niemanden gesehen, außer diese komische Stimme, die da gerade war und einfach gesprochen hat. Da liegt ein Kuhkopf. Das ist auch nicht so nett. Und ein Aquarium ist hier. Wollen wir mal hier schauen? Hallo? Oh, das sieht ja cool aus da hinten, die Wand. Die ist so Minecraft-mäßig gemacht. Es sieht nicht so aus, als wenn hier jemand wäre. Wir gehen mal runter. Aber was ist denn das hier? Soll das so ein Planetensystem sein? Ich glaube, das ist so ein Planetensystem. Hier ist die Erde wahrscheinlich und irgendwelche anderen Planeten. Das ist der Hamburger-Planet. Oder sowas. Keine Ahnung. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist aber auch niemand. Hier ist nur ein Kessel und irgendwelche Bücher. Und Nachtsichttränke. Sprungkraft! Das ist cool, aber ich wollte nicht unbedingt meine Sachen da lassen. So, hier, jetzt kann ich höher springen. Das ist nice. Da hinten, oh, warte mal, das ist noch so ein Planetensystem, oder? Guck mal, hier sind, da ist die Erde, die ist winzig klein. Im Vergleich, komm. Was? Da war was. Was war denn das da gerade? Da ist die Wand eben offen gewesen. Freunde? Irgendwas verbirgt sich hinter dieser Wand. Die war doch gerade offen. Wo soll ich hinkommen? Und was war das schon wieder für eine Stimme da gerade? Wer redet denn da die ganze Zeit mit mir? Hallo? Irgendjemand da? Hallo? Hier sind voll viele Banner. Ist da irgendjemand? Hier ist niemand. Hier ist schon wieder keiner. Ich verstehe das nicht. Jetzt langsam werde ich wahnsinnig. Wer redet hier? Und was will diese Person von uns? Das ist voll merkwürdig. Okay. Ich würde sagen... Warte. Da ist ein Schalter. Hier ist was aufgegangen. Okay. Hier ist also eindeutig irgendjemand gewesen. Wollen wir es wirklich wagen, hier jetzt nachzusehen? Was?
Da liegt eine Voodoo-Puppe. Oh mein Gott, okay, das ist creepy. Wir gucken uns einfach mal um. Hoffentlich ist es nichts Gefährliches hier. Ansonsten habe ich immer noch meine Axt hier, mit der kann ich kämpfen. Junge, wie hoch ist das hier? Das ist eine riesige Treppe. Komme ich irgendwann mal an. Oh Gott, okay. Hier sind Ambosse. Was ist eigentlich die Mehrzahl von Amboss? Ist es echt Ambosse? Ich weiß es gar nicht genau. Und eine Tür. Die Frage ist nur, was verbirgt sich hinter dieser Tür? Und das werden wir jetzt herausfinden, Freunde. Okay, Luft anhalten. Puh. Eins, zwei und... Ui. Er hatte eigentlich damit gerechnet, dass hier irgendjemand ist, aber... Aber das ist auch nicht schlecht. Hier ist Diamant. Hier sind einfach Diamanten. Hey, ich brauche die Sachen sogar, Leute. Ich brauche sogar die Diamanten. Die kann ich mir alle mitnehmen. Und Gold ist hier auch. Richtig nice. Da braucht der Affe gar nicht so viel zu machen. Dann haben wir hier Redstone. Hier ist noch mehr Gold. Und hier sind noch mehr Diamanten. Lass uns mal schauen, was hier in der... Nein. Warte mal, was? Was?